Ich will härter werden und ich trainiere das jetzt, damit ich es kann, wenn es drauf ankommt. Liebe Freunde, ihr habt eure Fragen gestellt und ich freue mich darauf, sie zu beantworten. Christine stellt sie mir. Ich freue mich. Bin gespannt, was ihr wissen wollt. Wenn mir etwas nicht sofort gelingt, wie trainiere ich da eine gewisse Frustrationstoleranz aufzubauen? Ja, also ich glaube, es ist ja wie beim Muskel. Machst du Sport? Ja. Was machst du? CrossFit. CrossFit also, ist hart. Einmal alles. So, wie wächst der Muskel, weißt du das? Durch Belastung, durch Überreizung. Aber was passiert dann genau? Der geht kaputt, ja. Innerlich. Kleine mikroskopische Verletzungen, weil du dich an die Belastungsgrenze bringst und etwas darüber, und das etwas darüber sorgt für die kleinen Verletzungen, die vernarben, heilen und dadurch wächst der Muskel. Und genauso ist es auch in unserer Psyche, ist es mental. Wenn wir immer nur vor dem Punkt, an dem es schwierig ist, stehen bleiben, haben wir keine Chance, mental zu wachsen. Und dann sind wir schwach. Und schwach wollen wir nicht sein. Wir wollen stark sein, ein Fels in der Brandung. Wir wollen mit allem fertig werden können. KLOW ist ja nicht nur konstant lernen, sondern auch wachsen. Und jedes Wachstum hat damit zu tun, dass du dir eine kleine Verletzung zufügst, ich sage es bewusst, um dann noch stärker zu werden durch die Heilung. So, der Muskel wächst nicht in der Übung, sondern er wächst in der Erholung. In der Erholungsphase. Auch unser mentaler Muskel. Das heißt, wir arbeiten hart, wir brauchen dann aber auch eine Pause. Wenn du einfach immer weiter arbeitest, hat auch die Psyche, auch das Mentale keine Chance zu wachsen, sondern da brauchen wir dann entsprechend Ruhe. Ich glaube, wenn du stark werden willst, hast du nur zwei Möglichkeiten. Du stärkst dein Wettkampf-Ich und dein Real-Ich. Ich erkläre das sofort. Wettkampf-Ich ist, sagen wir mal, du hast jetzt ein Finale in der Champions League. Und es kommt jetzt wirklich drauf an, wirst du jetzt Champions League-Sieger oder bist du nur Zweiter, was dann überhaupt nicht schön ist. Also in dem Wettkampf musst du absolut alles abrufen können. Und die wichtigste Fähigkeit im Wettkampf ist, außer dass du deinen Sport total beherrschen können musst, Schauspieler sein zu können. Du musst in der Lage sein können, wie ein Champ aufzutreten, so zu spielen, so zu agieren, dann kriegt der andere Schiss. Der sagt, boah, das kann ja gar nicht sein. Liegen 2-0 zurück und spielen, als würden sie 5-0 führen. Was ist denn mit denen los? Also wenn du das schaffst, dass du Schauspieler bist, dass du den Champion rauskehrst, dann wirst du im Wettkampf sehr gut sein. Du kannst also deinen Wettkampf-Ich trainieren, indem du Schauspieler bist. Wie trainierst du aber dein Wettkampf-Ich noch? Damit du im Wettkampf besonders gut bist, musst du dein Real-Ich stärken. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Dass wir uns das Leben nicht so angenehm wie möglich machen. Die besten Unternehmer, die ich kenne, die pennen öfter mal auf dem Boden. Nur mit einer dünnen Wolldecke. Die pennen auf dem Boden, um ihr Real-Ich zu stärken. Die lassen mal eine Mahlzeit ausfallen. Die fasten mal. Die leiden mal ein bisschen. Die gehen also auch mal einen Abenteuerurlaub machen. Ich habe einen Unternehmer gefragt, der mit mir zusammen einen unfassbar guten Kurs macht. Unternehmer Master Coaching Pascal Fay. Ich habe ihn gefragt, wer hast du den letzten Urlaub verbracht? Jetzt schon 2 Jahre her. Ja, das mache ich jedes Jahr. Eine Woche ohne Nahrung in Alaska. Gibt es da Bären? Ja, natürlich gibt es da Bären. Wovon lebst du dann? Wurzel, Kräuter, Fische fangen. Eine Woche. Wer macht denn sowas? Bist du denn bekloppt? Nein, Freunde. Bekloppt ist der, der sich immer in Watte einpackt. Wie sollst du denn dann, wenn es drauf ankommt, stark sein? Wie willst du das denn gelernt haben? Sagst du, ja, im Finale der Champions League, da laufe ich dann zur Meisterleistung auf. Wenn du das nicht mal geübt hast, wenn du wie ein kleines Baby bist, das entweder, ja, ich muss mal, ich bin müde und ich will essen. Wenn du so dauernd durchs Leben gehst, dein Real-Ich niemals stärkst, kannst du im Wettkampf nicht drauf ankommen. So, jetzt sind die wenigsten von uns in der Champions League im Finale. Aber du hast Situationen, in denen musst du es packen. Ich weiß noch, bis zu meinem 39. Lebensjahr habe ich 7-mal an einem Tag 1 Million verdient. Also war ich noch nicht so ein ganz großer Player, aber immerhin, 1 Million an einem Tag musst du mal machen. Da musst du es schaffen. Ist ja nicht an einem Tag, das ist eine Stunde. In der Stunde musst du es dann wirklich packen. Das ist Wettkampf. Das ist wie für mein kleines Champions League Finale. Wie schaffe ich das? Schauspieler sein, das muss ich trainieren.
unabhängig, wie meine Emotionen sind, wenn ich nervös bin, das darf ich nicht zeigen. Ich lerne dann tief zu atmen, ich bin die Ruhe selbst. Und mein Real-Ich zu stärken im täglichen Leben, dass ich dann einfach zeige, hey, ich will mich nicht in Watte packen, ich will härter werden und ich trainiere das jetzt, damit ich es kann, wenn es drauf ankommt. Lange Antwort, aber brutal wichtig. Sehr, ja. Wir denken immer, das Schönste ist, es bequem zu haben. Die Wahrheit ist, frei zu sein ist das Schönste. Und Freiheit ist nicht bequem. Was ist besser, morgens oder abends meditieren? Alle großen Meister des Lebens, die ich kenne, sind sich völlig einig darüber. Beides. Also ich meditiere immer morgens und abends. Und ich kann es mir auch nicht anders denken und nicht anders vorstellen, weil es was ganz anderes ist. Morgens komme ich komplett zur Ruhe, da ist das Affengeschnatter im Kopf, ganz viele Gedanken, da trainiere ich Ruhe. Und abends, da will ich mein Leben designen, da mache ich eine mentale Technik, eine Mischung aus Meditation und mentaler Technik, da visualisiere ich, wie mein Leben sein soll. Das sind zwei ganz getrennte Dinge. Morgens hätte ich nicht die Muße, da eine halbe Stunde zu visualisieren. Morgens habe ich 18 Minuten, in denen ich zur Ruhe komme, 18 bis 20 Minuten. Da habe ich eine Mantra, die ich mir sage, und abends dann dieses Visualisieren. Das ist ganz wichtig. Vielleicht ein Wort dazu, den meisten ist nicht klar, was es bedeutet, Meisterschaft im Leben zu haben. Was können wir trainieren? Unseren Körper können wir trainieren, unseren Geist und unsere Gefühle, unsere Seele. Wenn wir das im Griff haben, dann sind wir wirklich Meister unseres Lebens und die Menschen nennt man erleuchtet. Erleuchtet, weil sie es einfach im Griff haben. Den Körper kannst du am besten trainieren, das ist ganz wichtig, also auch wenn du Schmerzen hast, wenn du Panik hast, schwitzt, zitterst, flatterst, was weiß ich was, indem du atmest. Du kannst dir sofort die Kontrolle über den Körper zurückgeben, wenn du trainierst zu atmen. Einem guten Freund von mir ist was Furchtbares passiert. Der ist so mit dem Auto gefahren, so fährst du ja so auf der Autobahn, dann hatte die Kontrolle verloren, hat sich das Auto mehrmals gedreht und dann war er so mit der Fahrerseite zum Verkehr, der hinter ihm kommt, und dann sieht er das nächste Auto kommen, bang, und dann war Blackout. Und als er wieder zu sich kam, mehrfache Schädelfraktur. Und dann haben die etwas gemacht, weil der Unterkiefer auch gebrochen war, mehrfach. Der wird mit Draht fixiert. Alles Zucker. Alles mit Draht. Jetzt kriegst du Schmerzmittel. Wenn du zu viele Schmerzmittel nimmst, weil es ein Wahnsinnsschmerz, Schlüsselbein kaputt, was weiß ich was alles, Jochbein hier und mehrere andere Knochenbrüche. Was machst du jetzt? Das Einzige, was du machen kannst, ist atmen. Du liegst da, Fresse verdrahtet, du kannst nur noch atmen. Mehr hast du nicht als Kontrolle. Wollen wir uns nicht vorstellen, dass uns sowas passiert? Der hat sich vorgestellt, wie in The Singing Fields in diesem Film, wenn die Vietcong ihren Feinden entkommen wollten, dann haben die sich unter Wasser gelegt und haben nur mit einem kleinen Strohhelmchen geatmet. Lagen da ganz still und dann musst du ganz still atmen. Hat er tagelang das trainiert. Weil wenn du brechen würdest, würdest du sterben. Die kriegen so schnell den Draht nicht weg. Du erstickst dann. Du musst also sehen, möglichst wenig Schmerzmittel und atmen. Atmen, atmen. So, das ist ein ganz extremes Beispiel. Aber wenn du siehst, du hast Angst, wenn du Lampenfieber hast, vor einer Prüfung, irgendwas, atmen. Die einfachste Atmung ist einfach so bis 3 einatmen, und bis 5 ausatmen und dann 1, 2 anhalten. Wenn du ausgeatmet hast, wirst du ruhig. Also 1, 2, 3 ein, 5 aus, stoppen, 1, 2, dann wieder einatmen, 3. Wenn du das 10-mal machst, bist du ruhig. Du siehst sofort, ich habe Kontrolle, auch wenn es weh tut, ich habe Kontrolle. Das ist das Erste. Ist was Meditatives, aber es atmen. Das Zweite ist, wie kann ich meinen Geist ruhig kriegen? Wenn ich da alles durcheinander und ich drehe jetzt durch und es ist alles zu viel. Indem du visualisierst, indem du es schaffst, das musst du aber trainieren, im Real-Ich trainieren, im realen Leben trainieren, dass wenn du es dann brauchst, dass du es dann kannst, dass du visualisierst, wie soll dein Leben sein.
So, wenn du noch nicht visualisieren kannst, dann stellst du dir am Anfang einfach vor, wie es ist, dass du da deine Füße hast, wie es ist, wenn du die leicht bewegst. Ohne sie zu bewegen, stellst du dir vor, dass du es fühlst. Ganz leicht bewegst du sie vielleicht. Dann so die Zehen, dann den Fuß, dann so am Knöchel. Dann stellst du dir vor, wie deine Beine hier sind. Kannst du ganz leicht mal so die Muskeln ganz leicht, Knie. Dann gehst du den ganzen Körper durch. Wenn du es ist Training, Freunde, es ist Training. Niemand wird Weltmeister in irgendwas, ohne zu trainieren. Nicht im Sport und nicht im Visualisieren. Bedenken, ich habe dreimal Visualisieren probiert, geht nicht. Mönche üben das 3 Jahre, bis sie es anfangen zu können. Ich mache das ein ganzes Leben inzwischen. Ich visualisiere, ich habe so mit Körper angefangen und dann habe ich mir vorgestellt, ich komme an meinen Lieblingsstrand, dann gehe ich erst nach links. Was sehe ich da, was rieche ich da, fühle ich da, dann gehe ich irgendwann nach rechts. Und dann stelle ich mir das vor und ich bin dann in einer anderen Welt. So, und das Dritte ist, also das Erste ist, was mache ich mit meinem Körper? Atmen. Das Zweite ist, wie kriege ich meinen Geist ruhig, indem ich visualisiere. Und das Dritte, wie kriege ich mein Gefühl in den Griff, meine Seele? Mantra singen. Mantra singen oder eine Affirmation sprechen. Immer wieder dasselbe. Ich bin heiter und ruhig zum Beispiel. Du bist total alles, aber nicht heiter und ruhig. Ich bin heiter und ruhig. Was redest du für Quatsch, Junge? Ich bin heiter und ruhig. Ich bin heiter und ruhig. Ich bin heiter und ruhig. Und das machst du mal 2, 3 Minuten. Das hältst du fast gar nicht aus. Aber wenn du es machst, wenn du diese Affirmationen sprichst, dieses Mantra für dich sprichst, wirst du in der Seele ruhig. Also, Meisterschaft im Leben, Erleuchtung, ist eine Frage des Trainings. Du musst nur wissen, wie das geht.